herzlich willkommen zu unserem ersten Vlog. Wir sind gerade auf dem Weg nach Frankfurt und ja, da haben wir uns gedacht, nehmen wir euch alle mal mit, einen Tag lang, und zeigen euch mal die verschiedenen Spotting-Positionen am Frankfurter Flughafen, und wir hoffen, dass wir was Gescheites einfangen. Bis dahin! Nach etwa 2 Stunden Fahrt haben wir dann endlich den Frankfurter Flughafen erreicht. Dort angekommen fuhren wir zunächst zum Parkplatz der ersten Spotting-Position mit dem Namen Zeppelinheim. Ist man früh genug dort, hat man normalerweise keine Probleme, einen Parkplatz zu finden. Im Laufe des Tages füllte sich der Parkplatz jedoch immer mehr. Von hier aus waren es dann gerade einmal 500 Meter zur Aussichtsplattform. Diese liegt jedoch unmittelbar an der A5, weshalb beim Film die Geräusche vorbeifahrender Autos mit dem Video landen. Nichtsdestotrotz hat uns die Spotting-Position sehr gefallen. Sie ist groß genug, um allen Spottern Platz zu bieten. Negativ hervorzuheben ist allerdings ein Gebäude, das die Sicht auf die Touchdown-Zone der Landebahn erschwert. Gerade einmal 200 Meter von der Plattform entfernt befindet sich das Luftbrückendenkmal. Hier kann man eine Douglas C-47 und einen Douglas C-54 hautnah erleben. Neben den beiden Flugzeugen gibt es auch einen Kilometerstein, der die Entfernung vom Ort des Denkmals zum Zentrum Berlins angibt, sowie eine große Skulptur, die in abstrahierender Form den Ansatz eines Brückenbogens darstellen soll. Genug Infos zur Spotting-Position. Jetzt zeigen wir euch, was man von hier aus alles zu Gesicht bekommt. Viel Spaß! Nachdem wir in der ersten Spotting-Position fertig gefilmt hatten, ging erstmal der Kofferraum nicht auf. Da eine der 3 großen Spotting-Positionen aufgrund einer Baustelle schlecht zu erreichen war, entschieden wir uns dazu, den Aussichtspunkt Startbahn West aus unserer Liste zu streichen. Auf dem Weg zur Aussichtsplattform an der Landebahn Nordwest hielten wir noch kurz bei Burger King. Hier haben wir dann unsere Akkus und die der Kamera wieder aufgeladen. An der Spotting-Position angekommen, ist uns direkt wieder die gute Erreichbarkeit des Parkplatzes aufgefallen. Auch dieser lag nicht weit von der Plattform weg. Etwa 400 Meter mussten wir laufen. Der Weg lag wenige Meter neben dem Taxiway, auf dem die Flugzeuge ganz nah an einem vorbeirollten. An der Plattform angekommen, bauten wir unser Stativ auf und begannen zu filmen. Viel Spaß! Danke sagen, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Hoffe ich. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es bitte in die Kommentare, lasst ein Like da, und willst du noch was sagen? Also auf jeden Fall. Auf Wiedersehen, macht's gut. Ciao.
Bumm!